Leute, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Kontrast. Ja, das, was ihr jetzt gerade nicht gesehen habt, der hat so einen doofen Spawnpunkt, ehrlich. Also ich muss den ganzen Part mit den ganzen Lichtspielen und wieder von vorne machen. Da habe ich ja keinen Bock zu gehabt. Da habe ich gesagt, okay, hilft ja alles nichts, mache ich trotzdem nochmal im Hintergrund alles, bis ich wieder in diesem Punkt bin hier. Ja, und jetzt bin ich, jetzt geht's halt da weiter, wo ich das letzte Mal stehen geblieben bin. Ich hoffe, es läuft auch alles richtig. Ich hoffe es mal. Und ja, genau. Ein Hausmeister. Was ist denn das für Gerätschaften? Vielen Dank, Leute, dass ihr übrigens eingeschaltet habt. Ich bin mal gespannt jetzt, wie weit ich heute komme. Ab. So. Aha, hat doch geklappt. Super. Genial. So, wollen wir mal gucken. Didier und diese komische Maschine. Was ist das hier? Ey, das ist doch kein Magier mehr, Zauberer. Das ist doch ehrlich. Welche Gerätschaften? Der sieht aus wie ein Wissenschaftler, ja. Wirklich alles Mögliche. Okay, jetzt habe ich die Tür geöffnet. Warum auch immer. Warum nicht? Ach, gucke mal. Super. Zack. Und los geht's. Raus. Oh ja. So, jetzt bin ich genau da, wo die auch hingegangen ist. Jetzt bin ich im Uhrwerk. Was ist das denn? Ja, da fehlen mir voll viele Dinger. Zeitungsartikel, Illusionist sagt Vorstellung ab. Grund unbekannt. Irgendwie glaube ich aber auch, dass es irgendwie alles so, ich weiß nicht, dass es ihre Träume sind. Ich denke mal, dass es ihre Fantasie ist. Oder sie ist vielleicht tot und erlebt diese Scheiße immer und immer wieder. What are you doing here? Who are you? How did you get in? Through the big clock? You went through the clockwork? How? Who are you with? It's a puzzle, right? It's meant to keep strangers out. It's a very good puzzle. Not good enough, apparently. But I'm not a stranger. I'm Didi. Dee Melancholia. Oh. Your mother put you up to this, didn't she? She thinks I'm doing my homework. I wanted to meet you. I didn't ask for a child, all right? You didn't want a child? What would I do with one? Hmm? I'm a busy man. My apparatuses are precise. They take months to hone. How would I have the time? That is what I told her. I'm sorry. I travel. I'm going on tour for 6 months. Budapest, Istanbul, Calcutta, Shanghai. I dine out with dukes and gangsters. But I could help you with your apparatuses. I'm good with puzzles. You could train me. I won't be any trouble. You broke my left-handed induction coil. That took me a week to tune. I'm sorry. I told your mother all of this years ago. What is her phone number? Okay, see? This is what I'm talking about. This is what I can't have. Your mother cried every week. You're better off with Kat. A little girl should be with her mother. Okay. All right. Do you want to come to see my show? No! Well, here's two tickets in case you change your mind. Okay. Let's get Kat on the phone, hmm? Wie gemein. Okay, das war jetzt nicht gerade nett. Ein Auge zudrücken. Dritter Akt. Das war jetzt echt nicht. Trifft dich mit Didi bei der Bühne. Okay. Das war ja wirklich, also. Es ist so dieses Typische. Der ist Vater, will aber das Kind nicht haben. Der nicht Vater ist, will. Liebt das Kind über alles, ja. Schade. Ja, mal sehen. What do I do with you? Lock you up? Put bars on the windows? I can't stay at home all night and watch you. I know. I'm not one of those secretaries who punch out at 5. I'm a rising star, right? Did Johnny know about this?
because I'm gonna kill him. I just wanted to talk to Vincenzo. I never should have let him back. I just needed... just wanted... And now, ladies and gentlemen, the amazing Vincenzo's Theater of the Unreal! I knew it! I knew this was another one of Johnny's pipe dreams! You screwed up again, didn't you? Johnny, what's going on? Is this part of the show? I got it. They're getting antsy. They're gonna want their money back. If you give them their money back, you can't pay us. It's all under control. I just gotta go find a spare bulb, fuse, something. Why can't he get anything right? We're gonna have to fix this one too. Yeah. Okay. We need to light up the stage somehow. Geh zum Leuchtturm. Wo war der Leuchtturm? Wo war der Leuchtturm? Ah, böse. Böse, böse, böse. Gut, dann geht's weiter. Ach, da ist der Leuchtturm. Ey, guckt euch das mal an, ey, Leute. Da schweben diese Teile einfach mal so förmlich in der Luft. Krass. Okay. Gut, dann geht's jetzt hier weiter, da wo ich im letzten Part auch schon mal ganz kurz eine Erkundungsreise gestartet habe. This is a weird lighthouse. Do you think it's some kind of science lab? It reminds me of Vincenzo's workshop. I think this is what lights up the lights up there. Let me see if I can fix it. Ich denke mal dann hier rein, genau. Entschuldigung. Oh, ich bin ein bisschen leicht erkältet. Boah, das kratzt so. Oh nö, nicht schon wieder mit Kisten. Oh, ich ahne schon Böses, ey. Okay. Okay. Oh, wieder ein Rätsel. Ich fände Rätsel ja eigentlich toll, wenn das Spiel nicht so verbuggt wäre. Ach, herrlich alles. Ja. Okay, da habe ich schon mal oben das eingeschaltet. Jetzt muss ich erstmal nur noch wissen, wie ich zu dem Rest komme. Ah, okay, ich brauche die Kiste. Ich kann mich noch nicht... Ah, ich kann das steuern. Sieh mal einen an. Ja, das ist schön. Schalt auf irgendwie das Licht. Ja, ja. Nee, das will ich ja nicht. Das will ich ja nicht. Ich will die Kiste erstmal. Die Kiste, um die Kiste zu erhalten. Okay. Muss ich anscheinend hier rüberspringen? Okay. Vielleicht schiebe ich ja die Kiste mit. Tatsächlich. So. Genial. Okay. Ja, gut. Das war jetzt nicht sonderlich schwer. Ja. Starke Frau. Schleppmann. So. Gehe ich jetzt nach oben. Okay, was kommt als nächstes? Hä? Okay.
Okay. Ja. Das ist sehr witzig. Okay. Das leuchtet doch aber. Das heißt, ich kann theoretisch... Nö, ich kann nicht agieren. Ich kann gar nichts machen. Ja, vielleicht muss ich ja... Vielleicht kommt der Strahl ja hierher. Da kann ich ja wenigstens... Ah ja, okay. Okay. So. Ich fackel nicht lang, es geht ratzfatz. Zack. Super. Ja. Das ist doch mal schön. So, jetzt muss ich nach oben. Das heißt, ich muss mich jetzt den Weg durchbahnen. Das ist auch schön. So Treppe für Treppe, Stück für Stück. Es geht weiter hoch? Nö. Hä? Bin ich schon auf das Maximum? Nee, es geht weiter hoch. Natürlich geht's weiter. Oh. Bild des Schatten eines Mädchens neben einer Frau auf dem Gehweg. Okay, was will man uns damit... Die sieht aus wie die kleine Didi. Okay, dann geht's weiter. Ah, das Mädchen eben gerade, also dieser Schatten, das sieht tatsächlich aus, als wenn das... vom Mädchen, von der kleinen Didi wäre. Okay. Schalter auf der Bühne, das gerichtete Licht an. Ja, ich weiß. Vortrag von Dr. William James. Untersuchung des Multiversums mittels mystischer Erfahrung. Frosthalle. Ah, naja, gut. Was zum... Familienbaum. Okay, Stammbaum. Ach, da ist ja noch einer. Zeitungsartikel. Verschwundener Illusionist gesucht im Zusammenhang mit verschwundenen Assistenten. Verschwundener Illusionist? Irgendwie... Das sieht echt komisch alles aus. Das sieht sehr komisch aus. Na los, passiert da was oder soll ich jetzt da... Ach was. Bild, das die Auswirkung der Schattendimension auf die Welt zeigt. Okay. Okay, das ist ja wirklich obstrus. Irgendwie ahne ich jetzt gerade was Schlimmes. Ich glaube, diese ganzen Artikel und sowas, das ist alles die Vergangenheit. Also der Illusionist hier, dieser Vincenzo... Noch ein Zettel. Wissenschaftliches Bild. Okay. Bild eines Skeletts und seine Schattens. Okay.
Ja, okay, das kommt ja gleich. Denke ich mal, das ist der hier. Ja, spring! Nein! 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 Oh. Okay, das heißt, ich komme nicht an diese Seite ran. Oh, diese Musik, ey. Da ist ja noch so eine Kiste. Ich brauche noch eine Kiste. Wo kann ich die denn holen? Da ist die Kiste. Boah, da war auf dem Weg. Es tut mir leid. Boah, das ist echt schlimm. So, wollen wir mal gucken, was als nächstes jetzt noch klar ist. Achso, ja, dazu brauche ich die Kiste erstmal, aber gut. Oh, noch ein Bild. Exposed Universal 1900. Bild von Vincenzo und Dawn. Exposition Universelle 1900. 1900? Von wann stammt denn das überhaupt? 1923. Okay. Naja. Ja, die war dann höchstwahrscheinlich eine Assistentin oder so, wie das hier aussah. Gut, dann hole ich jetzt erstmal die Kiste. Die ist mir wichtiger jetzt gerade. Die Kiste ist mir wichtiger. Gut. Aktiviere ich jetzt den kleinen. So. Okay. Den kann ich steuern? Kann ich den steuern überhaupt? Ja, kann ich. Was war das denn? Was kann ich denn da schalten auf dem Bild? Ja, das weiß ich, aber. Ah, das ist schön, aber was habe ich jetzt? Ich brauche aber die. Achso, ich kann ja auch an der Seite hoch. Nee, kann ich gar nicht, hä? Was? Ja, bringt mir nichts. Alles klar, gut, dann werde ich die Kiste wohl. Ja. Aber ich kann mich da nicht in den Schatten verwandeln. Ist das scheiße. Okay. Nein! Wo ist jetzt die Kette? Achso.
Die Kiste ist jetzt da. Keine Ahnung, muss ich die Kiste hier hochfragen? Ach. Ach, Mensch. Ist das alles herrlich. Wieso ist er gesprungen? Ich check jetzt gerade das Rätsel nicht, Leute. Ich check das jetzt gerade wirklich nicht. Irgendwie. Ich muss doch die Kiste hochbringen. Also das ist jetzt. Oh Gott. Sehr komisch, abstrus und doof. Okay. So. Ah, okay, ich hab's gesehen. LT. Linker Trigger. Nein. Linker Trigger um. Ach. Ach Gott, siehste. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil, oder wie sagen wir so schön. Okay, dann geht's ja weiter. Okay, dann wollen wir mal gucken, was haben wir als nächstes. Muss ich jetzt den kleinen hier, den kleinen Max? Darüber packen. So, und nach oben. Weiter geht's. Was ist das nur für eine Kiste, ne? Unglaublich. So, wollen wir mal gucken. Jetzt letzter Punkt. Och, ey, wehe. Ich wollte gerade sagen, ey. Ja, spawn dich nicht. Schon gut. Ach, das ist zu. Okay. Ich muss doch aber da irgendwie hoch. Ah, gut. Alles klar. Super, jetzt bin ich da oben. Are you coming home? Was? I'm coming home. After a few days, the princess got to wondering. Why her dad kept trying to give her away? Oh, wie gruselig.
schöne beruhigende Musik. You think you're gonna jitterbug your way back into our lives with a lot of sweet talk? Egal. Okay. Ja. Ja, jetzt. Komm, hoch. Nein! Ja. Na gut, kann mich eh töten jetzt. Krass, ey. Ja! Ich brauche meine Familie. Oh, und ich kann noch mal mich töten. Oh, ist das ärgerlich alles. Das ist eine sehr dramatische Geschichte, wie ich das so sehe. Oh Leute, das wird echt ziemlich dramatisch jetzt gerade. Aber ich baue auch nur Scheiße. Okay. Was ist das für eine Welt, ey? Okay. Ich bin oben. Gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Also. And now, ladies and gentlemen, the amazing Vincenzo's Theater of the Unreal. I got the lights on. We'll talk about this after. Ladies and gentlemen. A physicist named Albert Einstein tells us that our universe may not be the only one. There may be infinite others, each slightly different from ours. But our dreams in our world may be reality in those. To citizens of these other worlds, we are shadows. This appears to you to be an ordinary box. But it is actually what we call a tesseract, or an octachoron. Suppose I open it, not in the three dimensions we live in, but along its fourth dimension. I can take out surprising things, things that are familiar and yet strange. But in this world of shadows, what seems familiar may be dangerous. What you don't know can hurt you. But what frightens you can also turn into something of surpassing beauty if you only understand it. Thank you. Thank you very much. Goodbye.
Also, wenn man dafür Geld verlangt hat, das ist sehr kurzweilig gewesen. Okay. Oh, nee, bloß nicht hängen bleiben. What are you up to, Johnny? You're up to something, aren't you? I tried, Kat. I really tried. Mom was right. I made a lot of promises I couldn't keep. What is with you? Without you, I'd be in the river. But it worked out, Daddy. I nearly got you hurt, kiddo. You would have saved me if I needed it. Okay. Enjoy the show. I want you to meet the little girl who turned the lights back on. You made the lighthouse work? I fixed the puppet show, too. And the pirate ship. You fixed the pirate ship? It was only a little broken. See? She's almost as smart as you. Of course, she's brave, too. What's that supposed to mean? That you're rich, famous, and afraid of a little girl. What would you have me do, Mr. Fenris? Take her on my world tour, take her to Shanghai and Istanbul and those other filthy and dangerous cities as some sort of apprentice? Is that what you came here to propose? Daddy, oh, no! I don't know, just... Dee Dee deserves better. They both deserve better. They need you. I think they need you. Me? I'm a walking calamity. No, Daddy, we need you. You risked your life to be with them. Johnny, what did you do? He nearly got himself killed to get you back. I wouldn't do that for anybody. But I'm just gonna keep screwing up. I can help you fix things. Would you take me back? For good? Oh, Johnny. Yay! Would you like to see my workshop? Again? Yeah. I bet you get to Shanghai on your own steam. But how? Well, you'll figure something out. After all, you... are my daughter. How'd you do that? I thought only Dawn could do that. It's been a long time, hasn't it? Thanks for taking care of Dee Dee. Okay. Wie? Das war schon? Ja. Okay. So, da lege ich mal ganz kurz mal den Kopfhörer weg. Ja, Leute, das war's. War sehr kurz. Mit meinen, da hätte ich nicht so viele Fehler gemacht, wäre es sogar noch kürzer. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Mein Fazit jetzt zu dem Spiel, weil das jetzt so plötzlich kam, habe ich nicht drüber nachgedacht mehr. Ja, ich fand das Spiel schön aufgebaut. Es gab Szenen, wo ich gleich gedacht habe, Alter, jetzt spitzt sich alle, die ganze Lage langsam zu. Und es hört auch nicht auf. Statt dass es wirklich, wo man denkt, Alter, was geht jetzt ab? Bringen die sich jetzt gegenseitig um? Wird da was richtig Heftiges noch passieren? Aber zum Schluss, wo ich jetzt im Leuchtturm war, nämlich, da ging alles viel zu schnell. Also da kam es mir so vor, als wenn die Programmierer, auch wenn die was Schönes gemacht haben, als wenn die Programmierer wirklich es eilig hatten oder keine Lust mehr hatten. Ich weiß es nicht. Ich fand es schade. Da finde ich es auch wieder schade. Aber gut. Ja, was soll ich sagen, ne? Damit habe ich jetzt halt nicht gerechnet. Aber wie gesagt, es war sehr schön. Fragen sind trotzdem offen auch, dass der eigene Vater auf einmal sich wie Dawn da aus dem Schatten wieder rauszwängt, dass er selber diese Fähigkeit hat, aber dass Dawn dann einem prinzipiell eine wahrscheinlich eine Person ist, die sich halt zwischen den Dimensionen wechseln kann, so wie der Vater. Ja, was soll ich jetzt noch zu dem Spiel sagen noch? Es war kurzweilig, also okay, wenn ich jetzt die Stunden nehme jetzt von den letzten Parts,
dann denke ich mal, ja, hat man schon ein bisschen was davon gehabt. Ist jetzt nicht groß gewesen, ist ein Indie-Game, das darf man auch nicht vergessen. Und gerade solche Indie-Games, ich finde es halt schade, dass sie sich nicht mehr Mühe gemacht mit den ganzen Bugfixes und, dass sie wirklich diese Glitches und Bugs da drinnen gelassen haben. Das Spiel noch komplett total unfertig war, finde ich zumindest. Würde mich theoretisch auch freuen über eine Fortsetzung von dem Spiel, dann würde ich es definitiv dann wieder zocken. Ja, in dem Sinne halt, Abschlussfazit. Kurzweiliges, schönes Spiel mit Macken. Aber wenn man die ganzen Macken mal wegsieht, mal sie verdeckt, dann finde ich, ist das Spiel wirklich mega gut gelungen. Finde ich zumindest. Länger wäre es mir jetzt lieber gewesen, wirklich, dass es so 2-3 Stunden noch geht wenigstens. Und dass die Geschichte ein bisschen länger in die Länge gezogen wird, dass du wirklich mitfiebern kannst. Aber gut, was soll man machen? Ich will nicht meckern, nein. Nein, ich meckere nicht. Reicht auch. Ja, bis dahin, also... Ja, mal gucken, was mein nächstes Projekt sein wird. Vom Let's Play her. Ich bin mal gespannt. Ich habe da so eine leise Ahnung. Ganz letzte Ahnung. Vielleicht könnte ich ja was anderes machen. Was ich schon vorher schon vorhatte, aber... Was nicht so der Fall war, was nicht so geklappt hat. Weil natürlich dieses Spiel sich da reingezwängt hat. Naja. Ja, dann sage ich jetzt schon mal vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank, dass ihr euch das angeguckt habt. Und vielen Dank, dass ihr mich ertragen habt mit den ganzen 1000 Millionen Fehlern. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Let's Play Projekt wieder, wenn es dann wieder heißt Let's Play Fragezeichen. Bis dahin, Leute, haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Even though I try